Hallo. Ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht, aber trotzdem fleißig weitergeschafft. Hier an unserer Terrasse habe ich ein kleines Blumenbeet angelegt mit Steppensalbei, Wiesensalbei, Muskatellersalbei, Heilziest, Bergflockenblume und so, Hyssop. Dass wir hier einfach von der Terrasse auch mehr Blumen sehen, in den Balkonkästen jede Menge Kräuter. Das Totholz hier hinten liegt jetzt auch schon eine Weile. Wird hoffentlich angenommen. Dann stehen hier eine Haselnuss, eine Eberesche, noch eine Haselnuss. Und dahinter liegt ein bisschen Grassoden. Da möchte ich dann im Herbst hier einen Schattenbereich machen. Weil vom Zaun kriegt es ja jetzt schon den ganzen Vormittag Schatten und die Bäume und Sträucher werden ja auch immer höher. Dann wird das hier hinten sicherlich sehr schattig werden. So, hier kommt eben noch unsere Kirsche und der Apfelbaum und der große Reisighaufen. Ja, und hier hatte ich zwischen das Gras drei Pflanzen gesetzt. Zwei haben es nicht überlebt. Das ist irgendwie, das zwischen das Gras setzen ist nicht so erfolgreich. Kommen immer ziemlich schnell Schnecken und fressen es ab. Von den Kirschen werden wir wahrscheinlich nichts bekommen. Die Spatzen sind da fleißig am Pflücken. Ja, und hier haben wir noch mal ein kleines Beet angelegt, weil uns drüben letztes Jahr der Platz ausging im Gemüsegarten. Da stehen jetzt im Augenblick Steckzwiebeln und da werden auch noch Gurken hinkommen. Ja, und die Ölweide treibt doch wieder aus. Wollte sie gerade ersetzen gegen eine Nektarine. Als die Nektarine da war, waren die Triebe gekommen. Also von daher bleibt die Ölweide halt doch. Und im Hintergrund noch ein paar Blumen, denen es vielleicht sogar zu schattig ist. Naja. Die Rose hat sich auch wunderbar entwickelt. Dann sehen wir hier die Maibeeren. Und hier prächtige Natternköpfe. Ich liebe die Pflanze. Da ist immer so viel los und sie blüht so endlos lange. Ja, geht der Rundweg hier durch die Pufferzone weiter. Hinter der Maibeere steht der junge Apfelbaum, während in meinem Rücken der alte Apfelbaum schon abgestorbene Äste hat. Hier habe ich einen Faulbaum gesetzt, der den Apfelbaum dann irgendwann ablösen darf. Oder wie der Markus Burkhardt immer sagt, Zitronenfalterbaum. Ja, der Natternkopf hier hat sich entschieden, nur einen Trieb zu haben. Ja, und jetzt kommen wir zum Schieferschotter, in dem sich der Huflattich mächtig breit macht. Dazu noch die Ackerwinde und die Ackerkratzdistel, aber auch zwei Natternköpfe haben sich hier ihr Plätzchen gesucht. Hier haben wir dann zwei Stachelbeeren, eine wilde Stachelbeere und eine grüne Sorte. Und hier steht unsere Mispel. Und hier drei Sandkästen sozusagen, in denen Sedumarten sind. Jetzt laufen wir auf unsere drei Felsenbirnen zu. Mindestens eine davon ist die kanadische und mindestens eine davon ist die heimische. Bei der dritten weiß ich es nicht. Der Holunder ist inzwischen auch schon größer als ich. Also der wächst sehr gut. Dann haben wir hier zwei Blaubeeren und eine Sauerkirsche. Im Hintergrund die Hecke, die ist Eibe. Ja, hier habe ich auch ein Beet angelegt. Das ist Sand, obendrauf Granit.
Und ja, das sind Storchenschnabel und Salbei. Und müssen wir jetzt die einzelnen Zirkel durchgehen. Auf jeden Fall habe ich da nochmal schön für Vielfalt gesorgt. Ja, hier hat es zwischen Pflanzen ganz gut geklappt. Aber klar, das liegt am Weg, da kommt man ständig vorbei. Da sieht man, wie es den Pflanzen geht. Hier dagegen hat es so semi-gut geklappt. Da kommt man halt doch nicht ganz so oft vorbei. Aber wir mussten da ganz schön kämpfen, dass der Muscatella salbei hier überlebt, weil die Schnecken haben den so radikal gefressen. Das war echt schlimm. Selbst der Schneckenkragen hat nichts geholfen. Ja, und hier stehen unsere drei Kornelkirschen. Jetzt gehe ich nochmal rüber in die Ertragszone. Da haben wir jetzt hier auch aufgemacht, damit wir das Ernten zwischen den einzelnen Pufferzonen sozusagen erleichtern können. Hier meine Hecke aus Schlehe und Berberitze. Da sieht man gerade sehr schön am Blühen die Brombeere. Im Hintergrund eine Stachelbeere, Johannisbeere, Aronia. Und das große hier ist die Joster. Ja, hier die Nektarine, die ich eigentlich dorthin machen wollte, wo die Ölweide steht. Aber ich glaube, der Platz ist hier eh noch lieber, weil noch viel wärmer und geschützter. Ja. Physalis hat letztes Jahr an diesem Standort sehr gut geklappt. Probieren wir das mal nochmal. Und ja, der Nutzgarten weitgehend schon gemulcht. Für den Färberweid sind wir leider zu spät, da sehen wir nur noch die Samenstände, ganz wenig Blüte, aber es sah herrlich aus. Tja, und was macht man dann mit Aushub? Das ist der Aushub von diesem Jahr, hier liegt der Aushub vom letzten Jahr, man macht halt Hügel draus. Bisschen Sand, Kies, besser gesagt Kies zum Abmulchen und ein bisschen Initialbepflanzung. Und im Herbst werde ich hier einsäen und bei dem hier warte ich, glaube ich, bis nächstes Jahr, dass der Frost erst noch mal drüber geht. Ja, das Magerhochbeet, dem geht es eigentlich gut. Es wird immer artenreicher. Hier habe ich ein bisschen den Boden mit Sand durchgemischt. Da wachsen Malven und Flachs und eine wilde Möhre und ja, eine Nachtviole. Herrlich duftende Blume. Und das war der Bereich, in dem ich jetzt gerade gearbeitet habe. Ich habe jetzt einen Mährand um die Steine angelegt und hinten dran eigentlich auch gleich noch ein Kiesbeet. Da werde ich dann auch einsäen. Und hier kommt noch ein kleiner Magerteich unter dem Baumstamm. Das dauert auch ein bisschen, bis ich den befüllen kann, weil die Pflanzen noch nicht da sind. Im Hintergrund Wald, Salbei und Bergwaldstorchenschnabel. Und hier verschiedene Glockenblumen. Ja, Wege habe ich jetzt hier auch mal angelegt, dass da nicht immer das Gras davor steht, sondern dass man eben auch was sehen kann. Ja, und das hier sind Natternkopfbabys. Da war ja letztes Jahr ein Riesen nach so einem Kopf gestanden. Der hatte 1,5 Meter lange Arme. Aber aufgegangen, nur in dem Beet, wo er gestanden ist.
Hier vorne im Gras kein einziger Narrenkopf. Sprich, das Gras muss einfach stärker dezimiert werden, dann kommen auch die Blumen besser durch. Das Sandarium, endlich habe ich gesehen, dass es besiedelt ist. Hier sind Blattschneiderbienen auf jeden Fall und noch eine andere Bienenart gewesen, die wir da hin und her fliegen haben sehen. Also das ist toll. Und im Kies vorne auf dem Magerhochbeet haben wir eine Wespe gesehen, die da Löcher gegraben hat, Steine rausgeschleppt hat. Ich habe jetzt nur vergessen, wie sie heißt. Ja, hier der Grasschnitt schon wieder, der übrige. Das hier wird jetzt der nächste Bereich, den ich überarbeite. Da kommt eine Kompostwirtschaft hin, hinten dran Reise kaufen. Ja, und hier kommen wir zu unserem Hof. Da habe ich jetzt auch noch mal kräftig eingepflanzt mit Weißdorn, Kreuzdorn, Färberginster und drei Rosen, die gerade ein bisschen überwuchert werden. Ah, und das Pfaffenhütchen. Da war eine Gespinstmotte. Aber dem Pfaffenhütchen hat es nicht viel ausgemacht und die Vögel haben sich gefreut. Ja, und hier runter zu ist eben mein Saum am Rand des der Hofeinfahrt. Da wachsen Klee, Glockenblume. Ja. Na, Hornklee, Wegwarte, alles Mögliche. Benutzen wir eh nicht. Warum soll das da nicht wachsen dürfen? Hof wird bei uns sowieso eigentlich kaum benutzt, außer zum Auto abstellen. Ja, und hier drüben wächst auch schon einiges. Einiges ist schon wieder weg. Was war's? Vergiss mal nicht zum Beispiel. Aber die Vielfalt kommt jetzt langsam durch und ja, müssen wir halt mal schauen, dass das Ganze sich hier ein bisschen vom Löwenzahn wegentwickelt hin zu anderen Arten. Ja, das war's dann für heute. Macht's gut. Ciao.